Die Situation für die Flüchtlinge auf Lesbos ist nach wie vor verheerend. 4 Monate nachdem das ursprüngliche Lager auf Protest in Brand gesetzt wurde, fehlt es im neuen Ersatzlager immer noch an allen Ecken und Enden. Mein Kollege Gregor Brandl ist gerade vor Ort und macht sich selbst ein Bild. Getroffen hat er unter anderem Schauspielerin Katharina Stemberger. Sie ist eine der Helferinnen vor Ort. Vor Monaten brannte Moria, nun friert es. Die Situation der Flüchtlinge auf Lesbos ist kritisch. Die Menschen sitzen bei eisiger Kälte im Lager fest. Eine warme Dusche ist ein frommer Wunsch. Das bringt problematische Folgen mit sich. Hautkrankheiten machen die Runde. Das liegt an der mangelnden Hygiene im Camp. Die Krätze ist zum Beispiel ein sehr großes Problem und auch kleine Verletzungen kommen öfters vor, die auch eben wegen der schlechten Hygiene nicht normal abheilen. Krone-Redakteur Gregor Brandl ist vor Ort. Er erkennt das Lesbos aus seinen Jugendtagen nicht wieder. Das berüchtigte Flüchtlingslager Moria, wo ich mich gerade befinde, ist bis auf die Grundfestungen niedergebrannt. Geblieben ist Schutt und Asche. Aber aus dieser Asche heraus sind neue Zeltstädte entstanden, neue Baracken, gerade einmal einen Steinwurf von hier entfernt. In diesen Zeltstädten leben laut aktuellen Schätzungen rund 8000 Menschen. 3000 davon sind Kinder. Diese Kinder haben Hoffnungen, diese Kinder haben Ängste, diese Kinder frieren und sie fragen sich, warum. Und das ist das, was man hier sieht. Die Leute rennen irgendwie die ganze Zeit um ihr Leben. Schauspielerin Katharina Stemberger ist ebenfalls vor Ort und kann die dramatische Situation nur bestätigen. Der Grund, warum ich hergekommen bin, war eigentlich der, weil mich die Nachricht erreicht hat, dass die Kinder hier am nassen, kalten Boden in der Nacht liegen und nichts haben, womit man sie in Sicherheit bringt. Und ich glaube, die Probleme, die die Leute hier haben, sind einfach wirklich sehr, sehr grundlegend. Und ich kann beim Leid von Kindern in diesem Ausmaß nicht zuschauen. Und ich würde aber genauso in Österreich, wenn es etwas Vergleichbares gäbe, wo man Hand anlegen muss, es sofort tun. Österreich könne ohne weiteres ein paar hundert Menschen aufnehmen, sagt die Schauspielerin. Deutschland hat dies bereits getan. Eine gesamteuropäische Lösung gibt es derweil nicht. Ob und wann es eine geben wird, bleibt offen. Bis dahin teilen sich die Kinder das Zelt nicht nur mit den Eltern. Die Verletzungen, die sie auf den Inseln am meisten im Moment versorgen müssen, sind Rattenbisse, weil die Kinder in der Nacht in den Zelten angefressen werden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Österreich nimmt noch keine Flüchtlinge auf, bietet aber Soforthilfe vor Ort. Diese werde aber von den griechischen Behörden zurückgehalten, als Reserve, wie es heißt. 2020 endet für Moria mit einem Weihnachtsfest ohne Nächstenliebe und das auf europäischem Boden. Es wäre möglich, diese Kinder zu schützen und Europa tut es nicht.